Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind mit Mac unterwegs. Heute habe ich mal wieder die Adidas Mac ausgepackt. Wie gefällt euch das bitte? Außerdem gehen Grüße raus an TheEnder64, der ab und an nochmal, ach du Heilige, im Stream ist. Und der jetzt hier mit mir in der Runde ist. Und puh, das war jetzt irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Und wir spielen gegen einen Trapper. Ich wurde ab und an gefragt, was eigentlich mit der Tag 6 Challenge ist, dass da kein Infovideo kam. Leute, es gab nur 5 Tage lang eine Challenge. Als Belohnung haben wir jetzt, weil wir die fünfte auch noch geschafft haben, haben wir jetzt als Belohnung eine neue Map bekommen. Eine neue Map für Macmillan. Und außerdem wurde ein Umriss des nächsten Killers gezeigt, der so ein bisschen aussieht wie ein Osterhase. Mit Mensch. Also so ein Mischmasch, so ein Hybrid quasi. Ja, also alle 5 Daily Quests wurden geschafft. Wir haben alle Skins abgegriffen. Wir haben die Überraschung abgegriffen. Ich denke, man kann zufrieden sein. Es sei denn, man hat einen campenden Killer. Komm schon, geh weg, Junge. Und zwar weiter als 5 Meter. So, ich muss jetzt riskieren. Und er dreht bestimmt jetzt gleich um, ne? Nee, was? Der geht weiter. Okay, dann rennen wir hinter Halli hinterher und versuchen ihn zu heilen. Und dann würde ich gerne das nächste Totem zerstören, was wir da vorne gesehen haben. Weil der Killer hat Nervenkitzel der Jagd, kann halt darauf hindeuten, dass er vielleicht entweder. Er hat ja keinen Ruin, das wäre schon angezeigt worden. Kann aber darauf hindeuten, dass er vielleicht es nachher nötig hat. Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir hier die anderen Sachen schon mal kaputt machen, die anderen Totems. Das war also das doppelte Blutpunkte-Wochenende, in Anführungsstrichen, die doppelte Blutpunkte-Woche. Mich würde mal interessieren, schreibt mal gerne in die Kommentare, was habt ihr so gemacht in dieser Woche? Ich habe Michael und Billy einmal prestigiert und auf 50 hochgepusht. Und ich habe auf jeden Fall noch ein paar Offerings auf beiden, wodurch ich mehr Blutpunkte bekomme, 100% mehr Blutpunkte. Die werde ich dann im Laufe der Tage irgendwann auch mal rauskloppen. Ich hole mir hier nochmal ein Item. Ich sollte mal langsam aber sicher auch Generatoren machen. Aber. Killer kommt. Oh, nice. Okay, der wollte wahrscheinlich das da schützen. Nervenkitzel der Jagd ist damit zerstört. Aber Nöt ist noch nicht abgewendet. Hier ist noch ein weiteres. Das heißt, ich habe 3 zerstört. Eins war besessen. Eins müsste es noch geben. Entweder suche ich das jetzt auf Krampf oder ich helfe meinem Team. Ich denke, ich werde erstmal helfen. So, er wird wahrscheinlich eh gejagt, oder? Habe ich da den Killer gerade gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Da macht auf jeden Fall jemand gerade einen Generator, dann helfen wir. Okay, der ist schon recht weit gekommen sogar. Ich weiß auch nicht, warum ich Adidas Mac spiele. Im Stream gestern überkam mich einfach mal wieder die Sehnsucht. Und ich wollte mal wieder ein bisschen stylisch unterwegs sein. Dann habe ich noch mein Prestige-Gesicht aufgesetzt und ab ging die Party. So, zweiter Generator erst fertig. Das geht eigentlich wesentlich schneller, sollte man meinen. Habe ich hier gerade noch ein Totem drin gesehen? Nee. Was war denn hier los? Wieso wurde der Generator unterbrochen? Wahrscheinlich, weil der Killer kam. Die Dinger sind auf jeden Fall kaputt. Da hinten würde ich dann hinrennen. So, Melon wurde getroffen. Und der dritte Generator ist fertig. Da wäre direkt der nächste. Und das letzte Totem. Das mache ich dann erstmal weg. Ein Generator nur noch. Das ging jetzt zügig. Ist der andere? Sehr schön. Der andere ist schon am Generator. Ich helfe dir gleich. Melon liegt. Verdammt. Recht nah am Keller. Obwohl, warte, der Keller könnte auch auf der anderen Seite noch sein. Sag nicht, der Killer kommt hierher. Der Killer kommt sowas von hierher. Ich hoffe, dass er, ohne dass ich jetzt dem anderen was Böses will, ich hoffe, er findet den anderen, jagt ihm hinterher und ich kann Melon einfach abhängen. Das wäre, glaube ich, die einfachste Variante. Er wird zurückkommen, oder? Er kommt zurück. Ich halte mich mal im Hintergrund, falls er Melon umklatscht. Dann kann ich Melon. Nee, okay. Er will die Melone, Leute.
Er jagt der Melone hinterher, okay. Auch wieder einen Hit bekommen. Wäre geil, wenn wir hier den Generator fertig kriegen in der Zeit. Was war das gerade für ein Symbol? Hat der erdrückende Präsenz oder wie das heißt? Ich muss mal gleich schauen, was für Perks er hat. Kann auch sein, dass irgendjemand alleine noch an dem anderen Generator arbeitet. Melon wahrscheinlich nicht, der liegt da hinten nämlich. Aber ich würde sagen, wir ziehen es jetzt durch. Er kann es nicht nötig haben. Wir haben sämtliche Totems zerstört. Also einfach fertig machen, scheiß drauf. Nöt ist keine Option, die der Killer noch haben kann. Und ich gehe jetzt einfach mal schon los, weil ich würde gerne die Punkte mir holen. Denn, wie ihr wisst, bin ich im Punktemodus unterwegs. Das bedeutet doppelte Punkte für mich. Wenn ich jetzt hier jemanden abhänge. Er hat irgendwie gar keine Fallen gelegt, oder? Ich renne mal hier den Weg, wo ich Fallen eventuell sehen würde. So, komm runter, bleib bitte stehen. Gut, ich hoffe, du hast gesehen, dass da hinten das Tor geöffnet wird und rennst deswegen dahin. Lass dich einfach heilen von mir. Wir schaffen das, sorgt immerhin dafür, dass ich einigermaßen, also ein bisschen Bonusgeschwindigkeit drauf bekomme. Theander wurde getroffen. Dem werden wir natürlich helfen, wenn es drauf ankommt. Okay, hier ist die Dingens. Da hinten rennen sie. Theander, komm her, hier. Ne, warte mal, jagt ihm noch nach? Ender wird mir gerade gar nicht angezeigt. Ne, er jagt ihn nicht mehr hinterher, ne. Schau mal, wo er ist. Wahrscheinlich wird er das andere Tor jetzt aufmachen. Wenn nicht, habe ich ein mega Problem, ne? Ah, Ender hat sich schon geheilt. Shit. Also gut für ihn. Shit für mich. Ich wollte Punkte. Du kennst mich doch, Ender. Okay, ich werde mich Richtung Ausgang begeben. Scheint die sinnvollste Variante zu sein. 5000 Punkte nehmen wir doch auch wieder gerne mit dann. So, sie will aber noch nicht so gerne raus. Oh, scheiße. Er kann es nicht nötig haben. Ha! Noch mal ein paar Points. Wenn ich jetzt in eine Falle getappt wäre... Oh. Hä? Wie einfach da nicht getroffen hat, das tat mir ein bisschen leid. Ah, der Arme. Okay, wir sind rausgekommen. Wir haben sogar einigermaßen gut gepunktet. Ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so schlecht gewesen, die Runde. Guck dir das mal an, Zielkategorie war die schlechteste. Die anderen haben wir fast komplett voll. Nur hier bei Tapferkeit hat noch ein bisschen was gefehlt. Mein Herz pochert noch. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Schöne Runde. Schade, dass es nicht die neue Map war. Die würde ich euch auf jeden Fall gerne nochmal präsentieren. Ich habe leider kein Macmillan Offering mehr. Ich müsste dann mal einfach den Char wechseln wahrscheinlich. Gut, Leute, ich bin raus für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Was habt ihr so gemacht an diesen ganzen Woche? In dieser ganzen Woche. So rum. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.